Hi Leute, willkommen zurück zu Let's Retro The Elder Scrolls 2 Daggerfall. Jetzt muss ich mal kurz sehen, 4000 Gold haben wir dabei, okay. Aber Gegenstände haben wir, glaube ich, nicht, keine zusätzlichen dabei, oder? Nö. Gut. Ja, okay. Dann gehen wir halt, nein, schon wieder WASD wollte ich benutzen. Gehen wir mal rein und machen diesen Dungeon. Okay. Es gibt also zwei Wege da hinten runter oder da hinten auf dieser Ebene bleiben. Ich will mal dahinter. Er sieht uns nicht. Hey, sag mal, spinnst du? Ja, du hast doch nur darauf gewartet. Was? Ich hatte volles Leben. Wie kann der mich töten? Oh, ich habe nur 4 Leben. Ich muss wieder Werwolf werden. Okay. Na gut, hoffen wir mal, dass das klappt und dass uns das Skelett dort nicht töten kann. Komm schon, stirb einfach! Ach, okay. Habe ich jetzt wieder volles Leben? Nein, immer noch 4. You cannot ex. Ah. Wieso habe ich 4? Ach, das waren ja meine Geräusche, genau. Ich dachte, immer an. Habe ich übrigens einen Kommentar erhalten? Oder 2 Kommentare sogar? Oh. Burgler, was ist denn ein Burgler? Noch einer. So, den da hinten tut mir auch gleich. Muss ich da mal. Und den da auch. Muss ich da mal vorlesen? Wie sieht's jetzt aus? Immer noch 4. Jetzt erstmal nachsehen, was ein Burgler ist. Ein Einbrecher. Ah, okay. Ah, ja klar, vom Burglary Einbruch. Ich habe Kommentare erhalten, endlich mal. Genau gesagt, 3 Kommentare von derselben Person, wobei 2 Kommentare die gleichen sind, also exakt die gleichen. Da hatte die Person wohl Angst, dass ich sie nicht lesen würde, weil ein Kommentar bei einer älteren Folge ist und einer bei der aktuellen gewesen ist. Und der dritte Kommentar war direkt bei der aktuellen Folge dann. So, töten wir erstmal den da. So, ich glaube, die können mir nichts anhaben. Hat er mir nämlich auch geschrieben in einem Kommentar, als Werwolf ist man immun gegen normale Waffen und so weiter. Also nur diese Spezialwaffen können einem dann was antun. Habe ich denn jetzt endlich wieder volles Leben? Nein. You are healthy. Ja, danke. Nein. Ja, okay, dann machen wir diesen Dungeon eben als Werwolf durch. Gezwungenermaßen. Finde ich eigentlich ziemlich scheiße, aber naja. Was soll's. Er hat mir wirklich viele Tipps dagelassen, die bezüglich Daggerfall, die mir wirklich weiterhelfen teilweise. Ich habe sie sogar in Tabs offen, ich werde sie nachher vorlesen, denn ich will die wirklich ausprobieren und auch keinen davon vergessen. Kurzum, den Namen mal zu nennen. Jetzt habe ich den falschen Tab offen. Ich habe ja gerade Google Translate da gehabt. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich hört sich irgendwie, der Nachname hört sich irgendwie polnisch oder rumänisch oder irgendwie sowas an oder russisch. Bitte verzeih es mir, wenn ich es falsch ausspreche. Er heißt Josef Lukasovic. Würde ich das jetzt aussprechen? Du kannst mich auch gerne verbessern. Und für seine Kommentare bin ich wirklich dankbar, denn unter anderem hat er mir Kommentare zu Werwölfen geschrieben, obwohl die Folge noch gar nicht draußen ist, wo ich zum Werwolf werde.
So, dann. Ah, jetzt hier nochmal nach unten. Ich höre Wasser. Okay, ich weiß gar nicht mehr, was wir überhaupt machen müssen. Was müssen wir denn überhaupt machen? Wir müssen einen Zauberer töten. Okay. Von mir aus. Ob wir von einem Zauberer getötet werden können in der Werwolfgestalt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wären wir sofort tot mit unseren 4 Leben. Hat er auch geschrieben, das Leben senkt sich und dann muss man einfach als Werwolf mal wieder jemanden töten. Eine Stadtwache oder so. Und das ist ganz einfach. Dann, weil einem eben die normalen Waffen und so weiter der Stadtwache nichts mehr anhaben können, weil die Stadtwache benutzt ja normale Waffen und normale Waffen tun einem als Werwolf nichts an. So, wo lang? Und wenn man als Werwolf rumrennt, bekommt man keine Strafen, wenn man Verbrechen begeht irgendwie. Ach, da ist ja einer. Oh Mann. Okay, sie können uns doch töten. Oder der hat einfach eine bestimmte Waffe, die uns töten, die uns schädigen kann. Das weiß ich jetzt nicht. Mist. Ja, okay, gehen wir einfach mal einen anderen Weg. Vielleicht den können wir dann später töten, wenn wir dann hoffentlich wieder volles Leben haben. Er hat auch geschrieben, war da gerade eine Tür? Wenn man nur wenig Leben hat, dann muss man einfach nur einen Unschuldigen töten und dann hat man wieder volles Leben. Okay, hier geht's in den nächsten Abschnitt. Da warte ich noch ein bisschen. Aber da unten auch. Da ist wieder ein Skelett. Also der war entweder schwach oder hat er nicht getroffen oder die Waffe war wieder falsch. Ist eine Tür? Sehe ich noch nicht. Also eine Geheimtür meine ich jetzt. Nein. Okay, was haben wir hier? Nichts. Absolut nichts. Okay. Dann haben wir das schon mal durch. Jetzt gäbe es noch den Weg nach oben, durch die Tür, nach links, da hinten beim Gang oder hier runter. Ja, gehen wir doch mal hier runter. So. Vermutlich kommen wir hier dann irgendwann zu Wasser. Ich höre es schon wieder. Und ich hoffe doch mal stark, dass uns die Schlachterfische nichts antun können. Schon wieder. Ja, okay, gehen wir mal geradeaus. Das ist einfach nur eine Tür. Ein Schlag offen. Okay. Sehe ich da schon wieder eine Kämpfe? Nein. Gut, gehen wir einfach mal hier nach unten. Irgendwo öffnen sich Türen. Da! Wen haben wir denn da? Ein Einbrecher. Ah, jetzt sind wir hier schon wieder. Das ist doch diese. Das ist doch dieser größere Komplex dann. Da ist sie, die Riesenfledermaus. Okay, das ist ein größerer Komplex. Ich gehe mal hier lang. Es wird jetzt dann ein bisschen schwer, alles zu durchsuchen. Ja, du kannst da oben bleiben, ist mir egal. So, da komme ich runter. Ach, folgt er mir jetzt? Sie. Blöder Einbrecher. Okay. Dann, ja, gehen wir da oben mal durch die Tür durch. Einfach mal wieder speichern. Irgendwo hier ist schon wieder ein Skelett. Da ist es. Komm schon. Ja, getötet. Okay, hier ist scheint nichts zu sein. Nein, hier ist doch nichts. Und hier auch nicht.
Gut, dann sind wir hier durch. Dann, ja, da rechts gab es noch was. Da gab es noch was. Nämlich konnte man hier hoch. Da will ich jetzt mal hin. Gehen wir mal hier hin. Okay. Bin jetzt irgendwo, wo ich noch gar nicht war. So, schnell tot. Und auch schnell tot. So, da gibt es noch eine Tür. Gibt es hier sonst noch Türen? Nein. Dann gehen wir jetzt da rein. Ein Einbrecher. Vermute ich zumindest, weil die sehen irgendwie alle gleich aus. Okay. Hier ist Schluss. Aber ich höre irgendwo noch das nächste Skelett. Also das ist wieder ein riesiger Irrgarten hier, den wir da gefunden haben. Okay, wo lang? Da runter oder da links lang? Da links lang mal. Da sehe ich jetzt nur eine Tür. Eine Geheimtür war hier auch nicht. Oh. Ja, schon wieder eine neue Teil. Also hier ist er zumindest mal nicht. Ah, da ist ein Skelett. Ich fress deine Knochen. Wir haben immer noch nur 4 Lebenspunkte. Ja, gut, gehen wir einfach mal hier oben weiter. Irgendwann werden wir den Magier schon finden. Oder die Quest wird abgebrochen. Ich habe zuvor gespeichert, glaube ich, oder? Ja, habe ich. Der hat wieder einen Glückstreffer hingelegt. Sag mal, hat nicht gerade eine Ratte getötet? Von rechts? Da müssen wir echt mal aufpassen. Nein, eine Riesenfledermaus. Jetzt ist die hin. Und jetzt sterben wir am Skelett. Okay, vielleicht sollte ich speichern, nachdem ich die Riesenfledermaus getötet habe. Kommst du mal bitte? Hallo? So, dann müssen wir nämlich die nicht mehr töten und nur noch das Skelett geht uns auf die Nerven. Und es geht uns sehr auf die Nerven. Scheinbar gibt es wirklich Skelette, also scheinbar nutzen sie die Gegenstände wirklich. Aber jetzt ist es tot. Jetzt haben wir es besiegt. Was sind das? Keine Ahnung. Wolle oder so? Teppiche? Gut, speichern wir das mal. War ich hier schon mal? Nein. Okay, es gibt hier zwei Wege nach oben. Gehen wir einfach mal den ersten. Okay. Sieht aus, als wäre das eine Sackgasse. Es ist auch eine Sackgasse. Gut, dann gehen wir runter und den zweiten Gang. Die zweite Treppe hier. Hä? Ist hier eine Ratte? Nein. Da ist die Fledermaus. Okay. Die ist hin. Ist hier eine Sackgasse? Oh nein, da links ist eine Tür. Ich habe sie nur nicht gesehen, weil es eine Geheimtür war. So, aber jetzt. Oh, da sind mehrere Skelette. Hat er nicht getroffen? Schon, stirb!
Geht doch. So. Das erklärt vielleicht auch, warum unsere Ausdauer so schnell dahin schwindet. Weil die Ausdauer noch nicht angepasst wurde an das, was wir... Also an unsere aktuelle Situation als Werwolf. Wir haben immer noch so wenig Ausdauer. Oh, da ist ein Einbrecher. Vielleicht mal speichern und auf die Karte ein bisschen sehen. Nein, wir sind immer noch in einem unbekannten Gebiet. Gehen wir mal hier lang. Okay, hier ist nochmal eine Tür und ein Hebel. Einfach mal benutzen. Okay, wen haben wir hier? Keine Ahnung. Sorry, John, hab dich getötet. Und was haben wir hier? Ah, okay, hier ist einfach nur, ja, nichts. Ja, schon wieder ein neuer Subteil. Einfach mal hier runter gehen. Da ist der nächste. Der ist wieder gefährlich. Okay, bei dem müssen wir also aufpassen. Halt, hier rechts bin ich hier lang. Ist eigentlich sonst noch was? Nö, nur diesen Weg. Gut, dann töten wir jetzt das Skelett. Wenn es nicht so ein bisschen laggen würde. Wenn es doch wenigstens ein bisschen flüssig laufen würde. So. Na bitte, geht doch. Tot ist er. So, der muss gespeichert werden, weil das war einer, der uns töten konnte. Können ja nicht alle, behaupte ich jetzt einfach mal.